Wir sind wie immer zu zweit hier oben am Kommentatorenplatz, aber sogar zu dritt. Der Timon ist auch da. Und wir grüßen natürlich auch all unsere anderen Kommentatorenkollegen. Der Bonner SC sollte mit einem Sieg hier weiter die Lücke Richtung Aufstiegskandidaten schließen. Aktuell auf Platz 5 unterwegs mit 24 Punkten. Chance Pfosten! Aber Kevin Rooks sehr überrascht, dass der Ball doch plötzlich aufs Tor kam. Vielleicht auch ein bisschen durch den Nebel, wie sich das Spiel noch weiterentwickelt. Und auch die Sichtverhältnisse, das ist kein Foulspiel. Bomber! Riesenchance! Völlig alleine vor Eisberg, den muss er eigentlich einfach nur reinschieben, legt ihn dann knapp links am Pfosten vorbei. Genommen haben. Gute Freistoßvariante. Abschlussmöglichkeit. Toll gehalten. Super Parade von Will, ganz wichtig. Mit dem Fuß noch geklärt. Muss ein Foulspiel sein, ist es auch. Aber auch da lässt Peter Boczek die gelbe Karte noch einmal stecken. Ist auch okay, hatte bisher auch eine absolut relativ gnädige Linie. Gut durchgesteckt. Strobel setzt sich stark durch. Wer ist in der Mitte? Er fällt ein Tor! 1:0 für den Bonner SC. Am Ende rutscht der Ball irgendwie ein bisschen durch und dann ist das rechte Bein, der immer noch über die Linie drücken muss. Aus knapp anderthalb Metern. Hatte, glaube ich, schon schwierige Aufgaben. Absolut. Toll durchgesetzt. Von Hendrik Fabian Strobel über die rechte Seite. Geht bis zur Grundlinie durch. Und schießt den Ball anschließend in die Mitte. Die Dritte vielleicht doch etwas mehr Platz zu haben. Augusto, böser Ballverlust. Der Kapitän einfach aus der Distanz. Der Ball rutscht nicht durch. Oh, was für, jetzt geht's richtig ab hier. Das sind die Emotionen, die wir erwartet haben, aber dass es so heftig ausbricht, das schon in der ersten Hälfte. Und ausschlaggebend für mich, die, ja, vermutlich war es eine Schwalbe von der Niki. Das Wetter, dann geht's nochmal. Recepay. Okorafor auf der Rechtsseite, wer für Strobel, sucht den Abschluss, Strobel zieht nochmal an, Strobel! Latte, Okorafor, die Chance lebt noch. Und jetzt geklärt. Riesenchance. Gerade nach Verletzung zurückgekehrt, Startelf Comeback und dann so früh wieder raus. Das ist natürlich schon mal negatives. Was von diesem Abend. Bleibt es gut über Jonas Berg und der Torschuss um 2:0. Macht er den? Legt nochmal quer. Ah. Und jetzt müssen wir gucken, weil es läuft nämlich umgehend der Konter auf der anderen Seite. 21 Tore in 14 Spielen. Das ist natürlich zu wenig für jemanden, der in Anspruch hat, Erster zu werden. Und jetzt sehen Sie sich diesen Gegner draufgesetzt. Charles mit rechts. Pfosten. Ja, die setzen immer wieder Ausrufezeichen, die Gäste hier. Aktion. Absolut, ja. Er hat dann das Auge für Okorafor und der im 1 gegen 1. Und er kriegt jetzt die nächste Möglichkeit, wirklich wieder quer. Jetzt aber. Jawohl! Also bitte, es geht doch. 3:0 für den Bonner SC. Etwas mehr als eine Stunde gespielt. Ganz wichtiges Zeichen, die Führung hier auszubauen. Mit seinem ersten Doppelpack. Der so ein Stück weit die Rolle von Gesilay heute übernimmt im Sturmzentrum. Und wir präsentieren die aktuelle Zuschauerzahl. Wir sagen Danke bei 1111 plus 31 Zuschauer. Und dann Überzahl, 3 gegen 1 muss ich schnell spielen. Der ist gut davor. Kriegt weiter die Möglichkeit. Und wieder scheitern ihm um 1 gegen 1 die Nerven. Exakt so ist es. Die nächste 100%ige, die er lieben lässt. Es geht unsere Nummer 16, Maximilian Decker. Von Strobel. Das ist natürlich jetzt die Chance, hier alles drauf zu machen. Strobel. Ah, dann will er zu viel. Chance lebt noch, jetzt nicht mehr.
wollte den Torwart wohl umkurven, hätte aber das Tempo lieber mitnehmen sollen. Ja. Oh, war das ein Foul? Scheiße. Das ist anders. Ja. Da haben wir Isel nochmal. Schick gemacht. Und Welsch kommt aber nicht an den Ball. Glaube ich weiter in Hennef und dann Rohkeppel hier im Sportpark Nord. Das wird ganz wichtig, aber für heute steht erstmal 3 Punkte zu Buche. Letzte Endspiel zwischen unserem Bundeszählenden FVN und am Ende steht es 2:0 für unsere Rheinlöwen.